Das ist der NIO ET5 und heute sage ich euch fast alles, was man über dieses Auto wissen muss. Den ET5 gibt es mit zwei Batteriegrößen, 75 Kilowattstunden oder 100. Bei der 75 Kilowattstunden hat man 70 Kilowattstunden zur Verfügung, bei der 100er 90 Kilowattstunden. WLTP-Reichweite bei der kleinen Batterie ist ungefähr 456 Kilometer, bei der großen 590. Beide haben die gleiche Motorisierung, Allrad 375 kW, 489 PS, das heißt 0 auf 100 in 4 Sekunden. Ich habe es sogar in 3,78 Sekunden geschafft. Der Startpreis für den NIO ET5 ist 47.000 Euro hier in Deutschland. Man kann die kleine Batterie dazu kaufen für 12.000 Euro. Und die große Batterie für 22.000 Euro. Man kann sie aber auch mieten und natürlich gibt es auch noch Extras, die man dazu kaufen kann. Mietpreis für die kleine Batterie ist 169 Euro. Für die große 289 Euro. Noch einen 10. Versuch. Der ET5 lädt AC mit 11 Kilowatt, DC die kleine Batterie mit 140 Kilowatt Spitze, die große Batterie nur mit 125 Kilowatt. Ich habe diesen hier mit der großen Batterie bei Ionity von 15 bis 90% geladen. Er startet bei 15% mit ca. 122 Kilowatt, geht dann sehr schnell hoch auf 125 Kilowatt, bleibt über 100 Kilowatt bis 47% Ladezustand und bei 90% waren immer noch mehr als 50 Kilowatt da. Ich zeige euch den Schlüssel auch. Es ist dieses kleine weiße Ding, gibt es auch in anderen Farben, habe ich gesehen. Und es gibt nur Schließen, Öffnen und den Kofferraum öffnen. Dann schauen wir uns die App mal an. App ist allgemein wirklich schön gemacht. Es gibt viele Funktionen. Wichtig, man kann sich nicht selber mit dem Auto verbinden. Das muss NIO machen. Man sieht seine Reichweite, Ladezustand, ob irgendwas am Auto ist. Man kann zusperren, aufsperren, Fenster aufmachen, Kofferraum aufmachen. Man kann es hupen lassen, habe ich gerade gemacht für eine Zeit, wenn man das Auto nicht findet. Man sieht, hier steht, dass 26 Grad im Auto sein soll. Das stimmt bestimmt nicht. Es hat hier vielleicht 20, 21 Grad und keine Sonne. Niemals. Kann aber vorheizen, vorkühlen. Man kann die Batterie vorheizen fürs Laden. Und wenn er lädt, sieht man auch mehr Info. Also nicht nur, wie viel Kilowatt das er lädt, sondern wirklich die Spannung und die Ampere, mit der er geladen wird. Da ist schon viel drin und das haben sie schon sehr schön gemacht. Der Kofferraum kann aufgemacht werden mit dem Knopf hier hinten oder mit dem Schlüssel, aber es gibt auch einen Knopf im Infotainment-System. Er öffnet ein bisschen langsam, aber man kann die Höhe im Infotainment-System speichern. Der Kofferraum allgemein ist eine gute Größe, die extra Tasche hier unten ist für nichts, weil in diesem Modell ist der Subwoofer verbaut und der nimmt den ganzen Platz ein. Ohne Subwoofer wäre das eine ganz gute Tasche. Der Kofferraum ist tief ins Auto, aber nicht sehr hoch. Das Gute ist, wenn es regnet oder wenn diese Heckscheibe hier nass ist, die Tropfen laufen nicht in den Kofferraum, sondern hier an der Seite ab. Der NIO hat keinen Frunk, also einen Kofferraum hier vorne. Hier ist alles ziemlich zu. Ich sehe hier ein paar Dinge, wo ich nachfüllen könnte. Ich denke mal, dass das hier das Kühlwasser für die Batterie ist. Das hier Bremsflüssigkeit und das ist für das Wischwasser. Dann schauen wir uns den Innenraum vom ET5 mal an. Sitze sind allgemein wirklich sehr bequem. Man kann so viel justieren, zum Beispiel auch die Länge. Wenn man sehr klein ist, also meine Frau mit 1,50 Meter, sind die Sitze immer noch zu lang. Man kann wirklich alles justieren, was es hier gibt. Auch die Rückenlehne hier hinten, also das Innen drin, was dann reindrückt. Man kann die Höhe und wie stark es reindrückt. Die Sitze haben nämlich auch Massagefunktion. Allgemein gibt es nicht sehr viele Knöpfe, also Licht und so. Man kann hier Blinker, Fernlicht einschalten und die Nebelscheinwerfer, aber alles andere macht man dann im Infotainment-System. Hier rechts haben wir die Scheibenwischer und auch einen Regensensor, der wirklich gut funktioniert. In der Tür haben wir einen Knopf, um die Tür zu öffnen, aber es gibt auch einen Nothebel, wenn die Batterie leer wäre, dass man immer noch aufmachen kann. Diese Armablage hier ist nicht ganz so weich, aber es ist noch okay, genau wie das hier in der Mitte.
Das Lenkrad ist wirklich toll, gute Größe, es fühlt sich gut an. Es gibt wieder nur ein paar Knöpfe. Links alles für den Tempomaten oder für das Selbstlenken, an Geschwindigkeitsänderung und Abstand. Und auf der rechten Seite für die Musik, Lautstärke, welche Quelle und nächster Song, vorheriger Song. In der Mittelkonsole hier haben wir eben unseren großen Bildschirm, wir haben unser Gangwechsel, wir haben den Drive-Modus, unsere Warnblinkanlage und dass man zusperren kann. Hier unten gibt es eine sehr große, schöne Tasche. Es gibt hier induktives Laden fürs Handy, zwei Getränkehalter und hier in der Mitte nochmal eine große Ablagegelegenheit, wo es ein USB-C und USB-A gibt, wo man das Kabel hier rausführen kann, um das Handy zu laden. Ich bin 1,80 Meter groß und hier mit dem Panoramadach, ich habe so viel Platz, ist wirklich überhaupt kein Problem. Ich sitze sehr gut. Was ich merke, wenn man die Tür, wenn man irgendwo ist, wo man die Tür nicht komplett ganz aufmachen kann und geht ins Auto, dann stößt man hier an diesen Plastikteil und das ist Hartplastik, ein bisschen am Rücken, das ist jetzt nicht der schönste, aber wenn die Tür ganz offen ist, dann kommt man hier gar nicht dran. Hier hinten die Passagiere sitzen auch recht gut, Sitze sind gut, ist ein bisschen aufrecht hier unten, das habe ich gemerkt, aber für Sitzen ist das ganz okay. Das hier vorne ist sehr, sehr hart und es gibt auch keine Tasche, aber ich habe so viel Abstand. Nach oben, wenn ich meinen Kopf nach hinten lege, berühre ich den Dachhimmel. Wenn ich gerade sitze, habe ich vielleicht 1-2 Zentimeter Platz. Meine Füße passen nicht unter den Sitz, habe aber den Sitz auch ganz unten. Wenn ich ihn ein bisschen höher mache, würde das bestimmt gehen und das kommt auch sehr oft bei Autos vor. Allgemein aber wirklich genügend Platz. Das hier ist genauso wie vorne nicht so weich. Ich kann meinen Arm auch hier in der Mitte ablegen und das fühlt sich ganz gut an. Ich habe extra Luftauslässe hier und einen USB-C-Anschluss. Hier oben gibt es einen Haken, wo ich was aufhängen kann und hier auch. Ich habe ein kleines Licht hier. Es ist sehr klein, aber sehr hell. Für die Sicht nach vorne ist diese Kopfstütze und der ganze Sitz sehr im Weg. Also man sieht nicht sehr viel, man muss schon sehr in die Mitte gehen. Aber sonst ist das völlig in Ordnung hier hinten. Das Infotainment-System. Ich habe es jetzt auf hell gestellt, nicht im Dark Mode, dass man es besser sieht. Man kann das einstellen, aber man kann es auch machen lassen, dass wenn es dunkel wird, dass er automatisch umschaltet. Und es ist separat vom Cockpit, also man kann beides unterschiedlich einstellen, wenn man das eben will. Hier auf der normalen Seite hat man immer seine Karte hinten, hier links unten die Musik. Hier rechts hat man verschiedene Fenster, die gesamte Laufleistung, wie viele Tage, dass man hier angemeldet ist, den Durchschnittsverbrauch für die letzten 100 oder die letzten 10 Kilometer, die geschätzte Reichweite, weil die Reichweite im Cockpit ist immer WLTP, Luftdruck in den Reifen und Temperatur der Reifen, dann hier Datum, Uhrzeit, das Wetter und dann ist man schon wieder da. Wenn man hier runterzieht, kann man die benachrichtigen. Hier oben sieht man, wie er überall verbunden ist mit Bluetooth, wie viel 4G-Verbindung hat, dass er Navigation hat. Hier links oben könnte man anderes Konto auswählen. Bei der Karte kann man Verkehr einschalten, in welche Richtung das er schaut und alles Mögliche. Es gibt auch viele andere Einstellungen. Hier unten kann man fürs Klima die Temperatur einstellen, entweder mit diesen Pfeiltasten oder man bleibt drauf und wischt nach links oder rechts. Das gleiche geht beim Luftstrom, wie viel Luftstrom das es sein soll. Wenn man das per Hand machen will, muss man das Klima aufmachen bei Klimasteuerung und dann kann man das hier einstellen. Es gibt eben die Autofunktion oder er soll irgendwo speziell hinblasen. Wenn man Auto benutzt oder die Mitte, kann man hier die Luftdüsen einstellen, wo er hinblasen soll, genau wie in Tesla. Hier oben kann man eben die Klimaanlage einschalten, Kühlung maximal, Heizung maximal. Und interessant, wenn man die Klimaanlage ausschaltet, heizt er auch nicht. Also es kommt dann nur Lüftung. Also wenn man heizen will, muss die Klimaanlage an sein. Wenn es gibt auch einen Duft, drei verschiedene Düfte kann man auswählen und wie stark der Duft sein soll. Bei den Sitzen kann man dann eben Sitzheizung einstellen in drei Stufen, genauso wie die Lenkradheizung. Sogar die äußeren Sitze hinten sind beheizbar. Es gibt Lüftung für die vorderen Sitze, Massage vorne und Entspannen. Das ist dann irgendeine bestimmte Massage, kann alles deaktivieren. Das funktioniert schon ganz gut. Hier kann man die Lautstärke einstellen. Hier hat man die extra Apps, wenn man noch was anderes braucht.
Musik gibt es allgemein entweder digitales Radio, Spotify, Tidal, vom Handy per USB oder per Bluetooth oder wenn man USB ansteckt. Und das kann man auch überall, dass man es voll sieht. Und hier kommt man wieder zum Hauptmenü. Die Haupteinstellungen, und das macht man hier. Hier gibt es eben, wenn wir von oben anfangen, das Konto. Dann gibt es mein ET5, dort habe ich meinen monatlichen Verbrauch, die WLTP-Reichweite im Moment, meinen Reifendruck. Bei Verbrauch sehe ich, was ich auf dieser Reise gerade für einen Verbrauch hatte, wie viele Kilowattstunden, weil es gibt keinen Durchschnittsverbrauch für die gesamte Reise, sondern nur Kilowattstunden, wie viele Minuten und wie viele Kilometer man gefahren ist. Das muss man also selbst ausrechnen. Aber hier kann man eben umstellen, die letzten 10, letzten 100 Kilometer. Und hier zeigt er einem auch an, wie viel Prozent der Batterie wurden fürs Fahren, Fahrassistent, Klimasteuerung, Batterie und diverses benutzt. Es gibt dann auch die Batterie, wie gesagt, WLTP-Reichweite, welchen Ladezustand habe ich. Ich kann nicht ein Ladelimit einstellen, ich habe entweder 90% oder 100%. Und hier unten kann ich einstellen, Batterieheizung während der Fahrt, kann es aber auch manuell aufheizen, wenn es nötig ist. Dann gibt es Einstellungen, Türen, Fenster, Ladeanschluss, Heckklappe aufmachen, die Höhenbestimmung. Ich kann die Fenster hier ein bisschen aufmachen, aber auch schließen, kann das automatisch machen lassen, automatisch verriegeln beim Weggehen. Es gibt also Keyless Entry und Keyless Schließen. Beleuchtung, ich kann hier das Licht einschalten, Außenlicht, ob es Auto oder um anhaben will, kann die Entfernung fürs Licht einstellen, Tagfahrlicht für hinten, Coming-Home-Funktion, dass das Licht anbleibt, wenn ich daheim bin, Ambientbeleuchtung, Einstellungen, Sitze kann ich einstellen, wenn ich die Außenspiegel oder das Lenkrad einstellen will, dann muss ich hier drin sein und mache das dann mit den Knöpfen. Am Lenkrad, Innenkomfort, habe ich hier den Haustiermodus, stelle eine Temperatur ein und erhält diese Temperatur dann für immer bis 10% vom Ladezustand. Modus verlassen ohne Ausschalten gibt es auch. Hier kann ich ein Zeitlimit einstellen. Also er lässt das Klima an bis, wenn ich jetzt hier gehe, 10 Minuten oder dauerhaft. Und es gibt einen Campingmodus, das gleiche. Hier kann ich auch Zeit einstellen oder auch minimale Licht. Türen verriegeln, Fenster schließen und wenn ich das jetzt auf Behalten gehe, dann lasse ich dafür immer die Klima an, bis eben diese 10% erreicht sind. Es gibt ein intelligentes Lenkrad und Sitzheizung. Wenn es kalt ist, dann schalte das automatisch ein. Bei Fahren habe ich eben meinen Drive-Modus, Schneemodus. Ich kann die Anhängerkupplung ausfahren. Anhängermodus, dass er weiß, dass er einen Anhänger dran hat. Kann die Seitenspiegel automatisch einklappen, automatisch nach unten klappen, wenn ich rückwärts fahre. So viele Einstellungen, Eco Plus, da schaltet er fast alles aus, um Energie zu sparen. Bei Fahrassistenz habe ich eben meine Tempomat oder Fahrzentrierung, meinen Nomi-Piloten, Spurhalteassistenten und ich kann alle möglichen Einstellungen hier vornehmen. Das ist schon viel. Nomi, also diesen Ding hier, kann ich auch ausschalten, kann die Helligkeit von dem Ding einschalten, aber dann geht halt die Sprachsteuerung nicht, wenn ich das ausschalte. Hier eben meine Display-Einstellungen, Klang kann ich einstellen, man kann einstellen, dass er beim Schließen leicht hupt. Verbinden, hier habe ich Bluetooth, drahtloses Laden kann ich hier ein- und ausschalten und WLAN, Sicherheit und allgemein kann ich eben Sprache umstellen und sowas. Hier im Cockpit sehe ich meine Geschwindigkeit, wie viel Power benutze ich in Kilowatt, welchen Fahrmodus habe ich an, bin ich im Park oder Drive, mein Ladezustand, Restreichweite, aber WLTP, hier oben, ob das Licht an ist und alles. In der Mitte sehe ich die Straße und andere Autos und auf der rechten Seite habe ich Zeit, Außentemperatur und Musik. Das Nomi ist allgemein wirklich gut, wenn es um die Sprachsteuerung geht. Hi Nomi! Hallo. Bitte Sitzheizung einschalten. Okay. Und man sieht es dann gleich hier und kann es hier justieren, wenn es ist. Und gleich auch wieder ausschalten. Hi, Nomi. Hi, Nomi. Hallo. Bitte das Fenster aufmachen. Okay. Hi, Nomi. Hallo. Fenster schließen. Okay. Wunderbar. Und man kann sogar den Fahrmodus umschalten. Hi Nomi. Hey.
Fahrmodus Eco. Bist du sicher, dass ich in den Eco-Modus wechseln soll? Ja. Könntest du das anders formulieren? Kein Problem. Und dann sind wir in Eco. Geht also wunderbar. Ich kann auch navigieren. Hi Nomi. Hallo. Navigiere zu Ionity Passau. Das sind unsere Ziele. Wo fahren wir hin? Eins. Soll ich mit der Navigation beginnen? Ja. Du kannst dir auch eine Route aussuchen. Die Routenführung beginnt jetzt. Wenn ich weit weg navigiere, dann tut er mir nicht automatisch Ladestationen einplanen. Die Routenführung beginnt jetzt. Kann mir aber Ladestationen, ist dieser da, Ladestationen einplanen. Und dann gibt es eben hier, wo ich dann einplanen kann, wo soll ich laden und wie lange. Wenn ich hier sage, 10 Minuten. Route erfolgreich neu berechnet. Aber hier die Power Swap Station ist. Aha, ganz wichtig, wenn man darauf steht, dass das Auto sportlich ist, dann ist das genau das Auto für denjenigen. Wenn man es komfortabel will, dann vielleicht nicht. Also die Federung, das Fahrwerk ist alles ausgelegt auf sportlich fahren in den Kurven. Die Lenkung ist super, Power ist da wirklich super. Ich fahre sehr gerne mit dem Auto, ein bisschen sportlich, es macht sehr viel Spaß. Die Rekuperation könnte ein bisschen mehr sein, das ist ein bisschen schade, aber sonst wirklich super. Wenn man es komfortabel will und es gibt halt mal ein paar Löcher in der Straße und ein paar Bodenwellen und sowas, dann ist das vielleicht nicht das Ding, man wird schon gut durchgeschüttelt, dann ist es wohl nicht das Richtige. Dann beschleunigen wir mal. Ich habe das Auto in einem eigenen Profil und habe hier ausgewählt Beschleunigung 4 Sekunden, Rekuperation ist auf Standard und die Lenkung ist auf Komfort. Ich bin bei 98%, ich hoffe, ich bekomme volle Power. 375 kW Allrad. 3, 2, 1. Oh, jetzt. Spinning Wheels. Spinning Wheels. 3,9 Sekunden und es ist okay, obwohl die Reifen durchgedreht haben. Es ist auch eine nasse Straße. Und. No spinning wheels. Oh man. 3,78 Sekunden und alles ist in Ordnung. Reifen haben nicht durchgedreht. Wunderbar. Dann fahren wir den NIO ET5 mal. Wichtig ist, wenn man das Auto ist sofort an, wenn man aufsperrt. Man braucht keinen Start-Stopp-Knopf oder irgendwas. Wenn man den Gang einlegen will, einfach auf die Bremse drücken und dann diesen Ganghebel zu mir für fahren und nach vorne für rückwärts. Und auf der Seite gibt es den Parkknopf. Diese Dinge hier oben sind nur Lichter, also sind, dass man sieht, in welchem Gang man ist. Das sind keine Knöpfe. Ganz wichtig, jedes Mal, wenn man das Auto neu startet, ist das Auto im Fahrmodus Komfort. Der ist eigentlich okay, wenn es um Power geht. Man braucht nicht immer viel Power, aber auch die Rekuperation ist sehr niedrig und das gefällt mir gar nicht. Deswegen will ich das in Custom, also eigener Drive Mode. Und hier kann man eben die Power auswählen. Ich nehme eben dann Voll Power, weil natürlich ist das Gaspedal dann ein bisschen empfindlicher, aber man gewöhnt sich dran und berührt es halt nur ein bisschen und dann geht das. Die Rekuperation kann in sehr niedrig, niedrig oder Standard sein. Ich habe sie in Standard. Lenkung kann man dann auch in Komfort, Standard. Ich weiß nicht, was Steady ist, aber Komfort ist für mich das Beste, was ich gemerkt habe. Und das Wichtigste, bei jedem Starten muss man im Driver-Assistenten-Menü muss man den Spurhalteassistenten ausschalten, auch den Notspurassistenten, und das muss man jedes Mal bestätigen. Und die, wenn man zu schnell fährt, Warnung. Und jetzt sagt ihr, hört, wenn man zu schnell fährt, Warnung, ist doch gut. Das stimmt, aber die Warnung kommt auch, wenn man nur 1 km/h zu schnell fährt. Also wenn 50 erkannt wird und man fährt 51, dann piepst das Auto dreimal. Wenn man dann langsamer fährt, unter die 50 und dann wieder über die 50, piepst er wieder. Oder wenn ein neues Straßenschild erkannt wurde und es gibt eine Änderung, man fährt wieder 1 km/h zu schnell, das ist schon nervig. Und diese
Spurhalteassistenten sind deswegen ausgeschaltet. Bei sehr breiten Straßen, Autobahn oder Landstraße völlig okay. Aber auf einer Landstraße, die ein bisschen kleiner ist, wie wir sie hier in der Gegend haben, ist es ein bisschen nervig, weil er sehr empfindlich ist für die rechte Seite und man muss bestimmt 50 cm weg sein von der Straße, von der Linie, sonst zieht er einen nach links und deswegen fährt man dann auf einer engen Straße extrem weit links und das fühlt sich unglaublich unsicher an und das mag ich nicht. Ja, das Fahren mit dem NIO ET5 ist wirklich schön. Für mich das Erste, die Lenkung ist wirklich sehr präzise und es ist einfach toll zu lenken. Es ist nicht zu direkt, es ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. Man kann es auch noch einstellen, aber allgemein wirklich gute Lenkung. Er reißt einem auch nicht irgendwie nach links und rechts. Die Federung ist sehr, sehr sportlich. Also auf einer Straße wie hier ist das völlig okay, aber wenn es ein bisschen... Wenn es ein paar Hubbel gibt und Löcher, dann wird es sehr schnell unkomfortabel. Also wenn man es komfortabel will, dann ist das jetzt nicht das Auto für denjenigen. Die Rekuperation, wie ich gesagt habe, kann man einstellen. Sie ist aber auch in der Standard nicht sehr stark. Ich habe gesehen, ich glaube, Spitze ist irgendwie 70 Kilowatt, das er rekuperieren kann beim 375 Kilowatt Motor, bei Motoren. Das ist ein bisschen schwach. Man bleibt auch nicht stehen mit der Rekuperation. Also wenn man losfährt und nicht Auto holt anhat, dann fährt er halt einfach. Es bleibt nicht stehen. Und wie gesagt, die Rekuperation ist nicht sehr stark. Also One-Pedal-Driving geht gar nichts. Und für das sportliche Verhalten, was das Auto hat, finde ich es dann ein bisschen schwach. Es würde viel mehr Spaß machen, wenn man sportlich fährt oder auch im normalen Bereich, wenn die Rekuperation ein bisschen stärker wäre. Die Motoren sind schön leise, habe ich überhaupt kein Problem damit, sind nicht zu laut. Allgemein die Lautstärke im Auto, bis 100 ist es super, bis 130 wird es ein bisschen lauter, aber es ist immer noch okay. Wenn die Straße sehr nass ist, ich habe schon mal gesagt, dann hört man von hinten ziemlich die Nässe, wie die Tropfen irgendwie bei den Reifen da so rumwirbeln. Das wird dann schon ein bisschen laut. Das hört sich wirklich an, wenn hinten das Fenster oder Tür offen wäre, was es nicht ist. Die Power ist natürlich, wie man bei der Beschleunigung gesehen hat, schon super. Oh Gott! Ja, und sie ist sofort da. Also es gibt keine Verzögerung. Wenn man da drauf drückt, die Power ist da und jederzeit. Das und mit der Lenkung und mit dem sportlichen Fahrwerk, dann kann man schon schön fahren. Das macht schon Spaß. Lastwagen über Lastwagen. Nein, nein, nein. Dann schauen wir uns den Tempomaten an. Auf der linken Seite vom Lenkrad einfach den mittleren Knopf drücken. Tempomat ist an bei der auf die Geschwindigkeit, die wir gerade gefahren sind. Und jetzt etwas Tolles. Mit nach oben und unten kann man nun die Geschwindigkeit ändern und das Verhalten kann man einstellen. Also ich kann einstellen, ob ein einzelner Druck ist entweder 5 oder 1 km/h Schritt. Oder wenn ich es lang halte, dann eben andersrum. Im Moment habe ich, dass es 5 km/h sind für einmal drücken und dann tut er das. Und wenn ich drauf bleibe, dann ist es nur einer. Wirklich toll gemacht und schön, dass man das umstellen kann für jemanden, der das anders haben will. Super. Er hält Abstand, macht man mit links und rechts. Also ich kann hier den Abstand einstellen. Allgemein funktioniert er ganz okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass er wenn er ein bisschen stärkere Kurve ist, dann verliert er das Auto vor einem und beschleunigt dann. Und das macht er dann auch ein bisschen aggressiv. Auch wenn man im Eco-Mode ist zum Beispiel. Also nicht so wie jetzt immer nur im Power-Mode. Das ist ein bisschen schade. Wenn man dann das Selbstlenken aktivieren will, kann man das leider nicht auf dem Lenkrad oder irgendwo. Das kann man nur im Infotainment-System und auch nur, wenn der Tempomat aus ist, dann kann ich ihn einschalten und dann muss ich ihn wieder aktivieren. Jedes Mal gibt es einen Ton und jetzt lenkt er sich selbst.
Das Lenken, Selbstlenken selbst ist auch nicht der Hit. Es ist okay. Ich habe jetzt nicht gemerkt bei Einfahrten oder so auf der Autobahn, dass er dann komisch lenkt. Es ist okay, aber hält ihn auch nicht perfekt in der Mitte. Wenn man das Lenkrad nicht anfasst, das übrigens muss man nicht lenken, einfach anfassen ist okay. Irgendwann gibt es halt dann eine Warnung. Das ist, wenn man es lange macht, dann wird es rot und bekommt man halt gute Warnung. Und das ist normal so, das passt schon. Wenn man übrigens ausschaltet und will, dass er wieder an ist, dann einfach nach oben und dann wird er praktisch wieder aufgenommen und das funktioniert dann eigentlich ganz toll. Jetzt fahre ich 130, nicht zu laut, wunderbar, immer noch komfortabel, auch mit der Federung auf der Autobahn. Fahren wir 150. Auch völlig normale Lautstärke. Also, wenn es nicht nass ist, wenn es nicht regnet, ist das Auto völlig okay, wenn es um Lautstärke geht. Beschleunigung ist immer noch unglaublich. Auch bei 130 fährt er. Wow. 160. Oh. Höchstgeschwindigkeit ist 200 km/h, die fahre ich nicht, weil er mir da ein bisschen zu sportlich ausgelegt ist und das merke ich, dass er dann für meinen Geschmack fühlt er sich ein bisschen zu unsicher an, da bin ich ein Baby und traue mich nicht. Weil die Rekuperation nicht so stark ist, wenn man ein bisschen schneller fährt und dann volle Rekuperation bekommt, oh, ich habe 95 kW Rekuperation gesehen, dann wird das Auto nicht instabil. Das ist dann wieder gut. Ja, wichtig, was mir aufgefallen ist, das Soundsystem klingt wirklich gut. Ich musste zwar den Bass ziemlich erhöhen, aber für meine Musik, Metal, klingt es unglaublich toll. Ich glaube, da ist ein Nio ET5 vor uns, vier Autos vorne. Das ist lustig. Ich glaube, das ist auch ein Pressefahrzeug, weil auch IO, Nürnberg IO. Schauen wir uns das Licht an. Wir haben das ganz normale Tagesfahrlicht, das Abblendlicht, Fernlicht. Und das Gute beim Abblendlicht ist, man kann die Distanz anzeigen, umstellen, also wie weit er leuchtet. Also nahe, ein bisschen weiter weg, weit und das weiteste. Wirklich schön, dass man das machen kann. Blinker. Und wir haben ein Kurvenlicht. Beim Licht hinten haben wir das Tagesfahrlicht. Hier kann ich einschalten, ob hinten das Licht dabei an ist oder nur vorne. Ich habe natürlich das ganz normale Abblendlicht, die Bremse, Blinker und rückwärts. Die Ablichtkontrolle hier im Auto, das tut man hier mit diesen vier Einstellungen. Und zurück. Die Ambientbeleuchtung sieht wirklich super aus. Es ist hier in den Türen, hier vorne, unten im Fußraum, hier in der Mitte, hier, hier, in der anderen Tür, in der Tür hinten. Und es gibt drei Zonen. Es gibt hier oben, dann in der Tür hinten und der Fußraum. Und diese drei Zonen kann man verschiedene Farben geben. Die Helligkeit geht mit allen mit, aber ich kann jetzt hier oben eine andere Farbe geben, war mal heller, wie in der Tür. Das kann jetzt blau sein oder auch rot oder grün. Und hier oben kann es blau sein und in dem Fußraum kann ich mir auch eine andere Farbe nehmen. Zum Beispiel rot oder so. Es gibt ja nicht viele Knöpfe, aber jeder Knopf ist beleuchtet, außer der Hoch-, Runter-, Links-, Rechts-Knopf bei der Links- und Rechts am Lenkrad, aber sonst schon. Sonst wirklich jeder Knopf ist beleuchtet und hier drin in der Mitte gibt es auch ein Licht. Schauen wir uns das Licht allgemein an. Wirklich alles beleuchtet, was man braucht.
Es gibt nur 4 Lampen an der Decke und hinten an der Seite, vorne in der Mitte, aber die sind so hell. Man sieht wirklich alles. Es ist nicht dunkel im Auto. Der Ladeanschluss ist auch beleuchtet hier mit diesem Licht und das ist auch der Indikator, wenn man lädt, dass es grün ist oder wenn es ein Problem gibt, dann rot. Der Knopf zum Schließen des Ladeanschlusses ist nicht beleuchtet. Kofferraum Schließknopf ist beleuchtet. Im Kofferraum selbst gibt es hier oben in der Mitte eine Lampe und das ist hell genug. So, wenn man jetzt hier losfährt, man sieht sofort, das Licht leuchtet einfach nicht sehr weit. Das ist jetzt die weiteste Stufe und wenn es ein bisschen bergab geht oder auch nur geradeaus, es ist nicht weit. Lass mal das Auto mal wegfahren und ich schalte das Fernlicht an und dann schauen wir, wann er sich abschaltet, wenn man das Auto sieht. Schaltet sich nicht aus, nicht aus. Nicht aus. Oh mein Gott, überhaupt nicht. Wann schaltet sich das Ding einmal aus? Jetzt. Das ist aber nah. Und wann schaltet es sich wieder an? Jetzt. Es hat definitiv nichts mit der Kamera zu tun, weil hier im Display vorne sehe ich ja jedes Auto und ich sehe das Auto erst später, als ich sehe, dass sich der Fernlichtassistent ausgeschaltet hat. Na? Das ist schon spät. Das ist jetzt schön gerade. Das dauert. Im täglichen Gebrauch ist das Auto ganz okay. Kofferraum geht ein bisschen langsam auf. Diese Türgriffe, die ausfahren, das dauert halt und ist ein bisschen nervig. Man kann das ausschalten, aber normalerweise gehen sie auch nach einer gewissen Zeit wieder rein, wenn man nichts tut. Und es gibt auch das, dass er zusperrt, wenn man weggeht und dann hupt er. Das kann man alles ausschalten und das muss man auch, weil das ein bisschen nervig ist. Man tut etwas ins Auto, geht einen Meter weg, er sperrt sich zu und hupt, geht zurück, er macht wieder auf. Oder wenn man Kofferraum ist und geht rum, hat er sich wieder zugemacht, dann muss ich das wieder per Hand machen. Aber ich habe es jetzt so eingestellt, dass er immer offen bleibt und das ist ganz okay. Außer wenn ich dann fahre. So allgemein. Vorheizen, ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, wenn er denkt, das Auto hat 26 Grad innen drin und ich will 22, ob er dann wirklich heizt. Das habe ich leider nicht probiert, habe es auch nicht gebraucht, es war nie so kalt oder so heiß. Aber allgemein ist er schon ein guter Daily Driver. Auf der Langstrecke ist der Wagen ganz okay. Er lädt jetzt nicht unglaublich mit den 125 Kilowatt, aber es gibt ja diese Battery Swap Stations von NIO, wo das Auto sich selbst reinfährt, wechselt die Batterie, was man immer hatte, keine Ahnung, 10% Ladezustand und bekommt eine Batterie mit 90% aufgeladen, niemals voll, aber das dauert 4 bis 5 Minuten und ist dann vorbei, ist wirklich super. Allgemein verbraucht er ein bisschen mehr, also diese hier mit 90 Kilowattstunden nutzbar habe ich auf der Autobahn mit 340 Kilometer geschafft. An dem Tag war es nicht sehr warm, 13 bis 17 Grad und die Straße war auch ein bisschen nass, aber trotzdem ist jetzt nicht der Hit. Die Federung ist, das Fahrwerk ist auch ein bisschen zu sportlich für die Langstrecke, wenn man weit fährt, aber sonst allgemein ist es eigentlich okay. Dann gibt es die Punkteverteilung für den NIO ET5. Ich habe hier mein Punktesystem und dann schauen wir uns den Durchschnitt an. Für die Bedienung gebe ich ihm eine 8. Es gibt nicht sehr viele Knöpfe, wo man schnell irgendwie was ändern könnte, aber es gibt sehr viele Einstellungen, die es in anderen Autos nicht gibt. Fürs Fahren gebe ich ihm eine 7. Wenn man es sehr sportlich mag, würde es eine 10 sein. Wenn man es sehr komfortabel mag, würde es eine 5 sein. Deswegen die 7. Für Rekuperation gebe ich ihm eine 6. Ist einfach zu schwach für dieses Auto. Laden gebe ich ihm eine 7. Für diese Batterie würde ich sogar weniger geben, aber weil es eben diese Batteriewechselstationen gibt, sage ich 7. Allerdings gibt es auch noch nicht sehr viele. So im Umkreis von mir gibt es eine in Regensburg, die gerade aufgemacht hat und dann 250 Kilometer entfernt in Zusmarshausen. Das war's. Täglicher Gebrauch gebe ich ihm eine 8. Langstreckenfahren eine 7. Für den Preis gebe ich ihm eine 6. Die kleine Batterie kostet trotzdem 60
30.000 Euro und dann beginnt man erst. Da gibt es dann noch Ausstattungen, alles Mögliche. Für die Power gebe ich ihm eine 9, wirklich super. Platzangebot gebe ich ihm eine 7, als Fahrer und so finde ich genug Platz. Kofferraum ist halt nicht der Hit, das ist halt wegen der Form. Spaßfaktor gebe ich ihm eine 10, er macht wirklich unglaublich viel Spaß. Ganz toll. Und für die Nacht gebe ich ihm eine 8, weil der Fernlichtassistent war jetzt nicht der Hit, wann er ausgeschaltet hat. Und das normale Abblendlicht ging jetzt nicht besonders weit, aber innen drin ist die Beleuchtung super. Zusammen haben wir dann eine 7,55. Super für den NIO ET5. Reimt sich das? Ich glaube nicht. Vielen Dank an NIO Deutschland, die mir dieses Auto für 10 Tage zur Verfügung gestellt haben. Wird morgen abgeholt. Bis jetzt hat noch niemand angerufen. Schauen wir, wann die kommen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich andere NIO auch mal fahren darf. Es war toll und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.